So, dann wollen wir weitermachen, wa? Irgendwie grase ich das hier immer wieder mit ab, obwohl ich schon weiß, was hier ist. Aber naja. So, wir wurden ja aufgefordert, irgendwo hinzukommen. Ich weiß aber nicht wo. Gucken wir da mal am besten. Warum soll ich in den Kühlschrank schauen? Ah, okay. Ah, nein. Warum denn wieder ein Zerlegungsraum? Oh nein, nicht schon wieder. Also muss ich ja wieder zurück ins Haus. Ja, da war ich wahrscheinlich gerade gedanklich schon in der Pause. Vielen Dank, Sean. Ja, irgendwas ist hier jetzt ja wieder wahrscheinlich. Irgendwas ist jetzt ja getriggert. Kommt Papa Bär bestimmt wieder oder so. Aber jetzt kann ich, Thomas hat mir nämlich den Tipp gegeben. Oh, guck mal hier, habe ich auch noch nicht. Diese Kisten muss man drehen. Das wusste ich am Anfang nicht. Deswegen ist hier hinten noch eine Kiste muss hier. Da ist ein Dietrich drin, hat er erzählt. Zack. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Thomas. Wir haben bestimmt einiges übersehen am Anfang, weil man irgendwie nicht weiß, was das Spiel von einem will und dann läuft man hier durch wie Falschgeld. Also falls ihr was seht, einfach schreiben bitte. Ich glaube, ihr seht mehr als ich. Ich bin darauf fokussiert, mich nicht zu erschrecken. Zerlegungsraum. Aber wie denn ohne Munition? Also. Und was ist eigentlich für ein Schlüssel? Das ist ein Krähenschlüssel. Krähenschlüssel. Garage. Beim Salon ist das eine Krähe? Nee, ne? Oder? Nein. Beim Saloon, also beim Salon, ist das eine Krähe? Doch, ist eine Krähe. Und dann laufe ich mal da als erstes hin. Nein, Quatsch. Granatwerfer. Ich werd bekloppt. Und das Inventar ist voll. Ach, super.
Ja, Angelo, das mag sein. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder hier irgendwas kombinierbar vielleicht. Natürlich nicht. Jetzt haben wir einen Granatwerfer, aber. Psychotikum, okay. Jetzt laufe ich da mit 4 Schuss Flinte. Granatwerfer. Achso, ich habe ja in der Truhe auch noch Munition für den Granatwerfer, ne? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Hier ist noch Granatwerfer-Muni. Ich glaube, ich laufe erstmal zurück. Oh, ein Bier. Ich laufe erstmal zurück, sortiere ein bisschen mein Inventar und latsche hier wieder her, oder? Ich glaube, das ist das Beste. Ah, da hinten ist auch ein Safe Room, ne? Ja. Da. Blumengießen könnten die aber auch mal wieder, ne? So, was brauchen wir davon erstmal nicht? Oh, blöd. Wofür brauchen wir den Krienschlüssel denn eigentlich noch? Schlangenschlüssel? Schlange, Schlange. Ich pack den Krienschlüssel erstmal weg, weil ich sehe jetzt keinen Nutzen mehr darin, ne? Dietrich behalten wir, Festbrennstoff, ja. Den Arm brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Die Muni stacken. Ja, die gleiche Muni wahrscheinlich, aber ich habe ja eine unterschiedliche. Ja, die Pflanzen brauchen wir auch definitiv. Psychotikum brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den Arm brauchen wir, denke ich mal, oder? Den brauchen wir erstmal nicht. Erstmal beiseite. Dann, oh, erstmal so lassen, würde ich sagen. Vielen Dank. Gut. Wieder zurücklatschen. Wunderschön. Ach so, ich wollte noch aus der Truhe die Granaten mitnehmen, ne? Die Granatwerfer, bla bla bla. So, sonst ist hier nichts mehr. Nein. Nein. Das ist nicht. Dann werde ich jetzt wieder zurückklatschen. Was im Klo? Nein. Ja. Ah ja, genau. Deswegen latsche ich jetzt ja wieder zurück. Aber ich muss hier unten so einen Suchen, von daher ist es nicht so wild. Da. Zack. Die Pillen, nein. Kriegst du jetzt hier kommen? Sonst können wir ja nichts mitnehmen hier, ne? Wir lassen uns unten einfach mal überraschen, was passiert. Aber ich habe das, die Befürchtung, dass wir nicht damit weit kommen werden. Das Pulver. Quatsch, wieder zurück. Der Truhe? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo? Oder in dem Raum da hinten? Ja,
ich honk, ey. Ja, gut, dann laufe ich jetzt nochmal zurück. Weil es so viel Spaß macht, hier lang zu laufen. Weil der Raum so schön ist. So. El Blindo? Ich bin blind. Wo lag... Ach, da. Okay. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh Mann, ey. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen immer. So. Kann man das kombinieren mit irgendwas? Natürlich nicht, weil diese Flüssigkeit fehlt. Ihr macht mich fertig. Zwei Räume davor. Hier wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Hier. Ah, da, Tatsache. Oh Mann, ihr seid gut. Würmer. Ah, guck mal hier. Nochmal Schießpulver. Was man nicht alles übersehen hat. Wahnsinn. Na gut. Immer noch fehlt diese Flüssigkeit dafür. Irgendwo muss es doch Flüssigkeit hergeben. Aber wir rennen jetzt erstmal ins Verderbnis. Was habe ich schon, Cedric? Welchen Kamin? Ihr... Ah! In dem Salon, meint ihr? Oder wo meinst du, Thomas? Wieder zurück. Kamin, Kamin. Wo ist der Kamin? Ach da. Aha! Na, sehr geil. Ja, ich habe auch eine zweite Schatzkarte gefunden, aber ich... warte, die habe ich sogar in der Truhe, aber... Ja, geil. Nice, Mann. Ah, hast du zufälligerweise... Mann, ich rufe dir. Nein, das tust du nicht. Wo ist denn das zweite? Warte mal. Sind wir hier am Safe Room? Nee, wir sind nicht am Safe Room. Ach, wie geil. Wir müssen so und so runter. Es gibt zwei Schatzkarten in der Truhe, auf jeden Fall. So, also. Einmal ein Schatzfoto und... Schatzfoto, also. Das haben wir noch nicht gefunden. Weißt du, wo das zufälligerweise ist? Aber das war jetzt auch nicht der Kamin von eben gerade. Das ist auch ein anderer Kamin. Was ist das? Weil daneben war der Kühlschrank und nicht die Kommode. Und wo? Das ist der, okay. Hm. Aber ziemlich schlechte Beschreibung, finde ich. Und wo ist das mit der Toilettenschüssel? Habt ihr da eine Ahnung vielleicht? Ist Jenny gerade besoffen umgefallen oder ist wieder zurück zu der orangenen Box und dann einen Raum weiter? Ja, geht's jetzt, Thomas. So, also. Und jetzt einen Raum weiter.
Ja, okay, gut, das haben wir jetzt ja gerade. Stimmt, hier ist die Kommode. Tatsache. Aber wo ist das mit der Toilette? Ja, das haben wir jetzt ja. Ich weiß nicht, wo ihr meint. Also das hier haben wir jetzt ja schon. Also da war jetzt die Ameisensteroide drin. War die falsche Toilette. Ja gut, okay. War ein guter Versuch, aber... Da sind auch so ein Tisch Kippen sind daneben, warte. Achso, habe ich hier wieder reingepackt. Da sind auch so Kippen auf so einer Kommode drauf. So, jetzt gehen wir auch wirklich runter. Mal gucken, was uns da erwartet. Gar keine Muni. Oh doch! Was ist das? Von der Flinte 14 Stück? Granatwerfer. Ja, nice. Aber die Pistole ist raus. Warum ist die Pistole? So keine Muni, okay. War es letztes Mal auch schon dunkel hier? Nein, hier war doch letztes Mal Licht, oder? Ziemliche Scheiße, Mann. Das Licht ist aus auf einmal. Warum ist das Licht aus? Jetzt lädt schon wieder. Irgendwas, irgendeine Scheiße passiert ja doch gleich wieder. Oh, Mann! Fucking Oma, Alter. Ach so, echt? Cool. Ja, Jenny, jetzt bist du wieder hier, weil du ganz genau weißt, was passiert, ne? Der Bulle hängt nicht mehr, ich wusste es. Also wer die Videos auf YouTube geguckt hat, ich habe von Anfang an gesagt, der Bulle, der kann nicht wahr sein. Und das Licht ist aus, ey. Ich kann so. Das ist, wenn ich recht habe. Ah! Ah! Nein! Fuck. Wie soll ich das mit diesem wenigen Munition schaffen? What the fuck? Alter Schwede, ey. Schlangenschlüssel weg. Sorry, Buddy. That pretty little thing?
Alter Schwede, Mann, ey, das ist. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ah! Alter Mann! Das braucht dann jetzt zu viel! Komm, versuch was wert, oder? Nicht so geil, ne? Also oben lang wahrscheinlich. Der gar nicht lang musste. Ich hätte die Munition gar nicht verbraten müssen. Aber hier unten ist nämlich die Schlangentür. Da müsste, glaube ich, sogar noch Flintmuni hinter sein, die wir nicht aufnehmen konnten. Da. Wo ist Pistolenmuni? Flintmuni, ne? Ja. Kriegt man da eigentlich irgendwas für, wenn man die kaputt macht? Oder ist es nur für die Statistik am Ende? Hey, du bist geil, du hast alle kaputt gemacht. Oh, ihr Penner. Warum ist das Licht aus? So, ich wette um 50 Cent, dass hier irgendwo die Omi wieder liegt, sitzt. Nein, tatsächlich nicht. Oh, immer speichern, ey. Boah, Mann, fuck, ey. So, jetzt haben wir den Schlangenschlüssel, um wahrscheinlich ganz viele Türen zu öffnen. Oder auch nicht. Also Untergeschoss, da waren wir jetzt ja. Was ist mit dieser blöden Werkstatt? Wie kommt man da rein? Falls ihr eine Idee habt, schreibt mir mal bitte. Dann oben. Zwei Türen gleich. Ich würde auch sagen, da gehen wir mal hin, ne? Kinderzimmer. Oh, Kinderzimmer, nicht wieder Kinder. Schlafzimmer der Eltern und Abstellraum. Abstellraum klingt immer gut, weil da ist bestimmt irgendwas, was wir gebrauchen können. Jo. Dann wollen wir mal. Gefühlt zwei Schuss in der Flinte. Ah, ich bin kein Trophy Hunter, dementsprechend. Deswegen ist
Oh nee, ehrlich jetzt? Keine Munition mehr. Tut mir leid, Buddy. Fuck, 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 fuck. Oh, echt jetzt? Das geht nicht anders. Na komm. Okay, komm. Wagen wir es. Mal ernsthaft jetzt? Ja, ich messe an dir. Komm, wir haben gerade Sex. Ah, cool. Ja, haben wir es doch noch gemessert. Oh, oh. Was ist hier denn passiert? Wir haben noch den Flammenwerfer. Dann gehen wir erstmal ins Kinderzimmer, wa? So, Flintmunition im Kinderzimmer. Also das ist so eine Sauerei, oder? Oh, Baseballschläge? Das ist nichts. Amateur-Robotmeisterschaft, okay. Im Kinderzimmer. Also. Okay, gut. Über Sinn kann man sich streiten, ne? Aber. Ja, Jenny, habt ihr bei euch im Kinderzimmer auch Brennstoff? Ein Puzzle.